meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt rüber hier meine Eltern besuchen gehen, ja? Ja. Auch ohne ihren Trabi waren viele gekommen, um einmal den Kudamm zu sehen. Wir wollten jetzt nur eigentlich hier ein Bier trinken und dann wollen wir wieder zurück. I knew it will happen the next days. We had a lot of discussions of colleagues from the USA, from Great Britain, but I think nobody of us knew that the wall will be open at the same day. Nobody. Wie kein anderer hat er das Frankreich nach dem Kriege geprägt, Charles de Gaulle. Heute vor genau 19 Jahren ist er gestorben. Und hier nun noch die Lottozahlen. Bei der Ziehung des deutschen Lottoblocks wurden gestern folgende Gewinnzahlen ermittelt. Und die Lottozahlen aus der DDR vom Vortag. 100 Dank. Das war ganz toll. Hast du alles aus dem Computer rausgeholt zu Hause? Alle Klänge, alles, was wir eben gehört haben? Ja, ja, sonst geht es nicht. Aber ich meine, man darf den Computer nicht überschätzen irgendwo. Mhm. Es ist eigentlich praktisch wie ein Aufnahmegerät. Oh, dear. From the beginning of the show on the 9th of November till the next show on the 10th of November, there was history in 24 hours. Die Situation in der DDR hatte sich schon zugespitzt und wir wussten das aufgrund der massiven Umwälzungen auch in der Regierung der DDR, der Druck groß geworden war, auf die Forderungen der Bevölkerung zu reagieren. Eigentlich seit der Öffnung der Grenzen in Ungarn merkte man, dass irgendwas passiert, irgendwas liegt in der Luft. Die Ausreise von DDR-Bürgern hält unvermindert an. In den letzten 24 Stunden kamen über 11.000 Personen über die Grenze der GSSR nach Bayern. Wohin schlägt das Stimmungsbarometer in der Bevölkerung nach den neuesten Informationen aus dem ZK? Eine Umfrage heute in Ost-Berlin. Eigentlich fallen wir von einer Ohnmacht in die andere. Ja. Aber so sehr interessiert es uns nicht mehr, weil wir eigentlich weg wollen. Also ich bin der Meinung, dass es im Moment ganz traurig ist, dass viel geredet wird und nichts passiert, nichts Spürbares passiert. They are very courageous. Imagine some weeks before, they would not talk so openly. Rüdiger Lenz, seit 1,5 Jahren sind Sie Studioleiter in Washington, beobachten das, was in Osteuropa und in der DDR passiert, von der Ferne von 6.000 Kilometern. It was just a normal visit. A television correspondent coming to his home base to discuss the future, how are we doing, what could Washington do better. Für mich sind zwei Dinge sehr, sehr berührend, aus Amerika kommt. Die Amerikaner haben ja einen Kernsatz in der amerikanischen Verfassung, der heißt We the People. Das wird jetzt drüben praktiziert, wir das Volk. Dies ist ein Prozess des neuen Umgangs mit Demokratie, der die Amerikaner ungeheuer interessiert. And that's in the morning. And 10 hours later they took things in their hand. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei RIAS TV. Guten Abend. Wir haben eine ganz normale Nachrichtensendung gemacht bei RIAS TV von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. And our show was in the evening during the press conference of Mr. Schabowski. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja. Also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich inhaltlich aus.
Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Das war in der Tat die verwirrende Aussage von Schabowski, was das denn in der Konsequenz bedeuten würde. Und genau das hat eben halt auch dann dazu geführt, dass erst sehr viel sozusagen mit einer gewissen Zeitverzögerung, mit einem gewissen Delay die Leute sozusagen gemerkt haben, Moment mal, das bedeutet sozusagen, dass die Undurchlässigkeit der Mauer aufgehoben worden ist. At those days, the expression of Mauerfall was not there. It was just the wall got more open. Also in der Frühsendung hat man mich dann zur Bornholmer Brücke geschickt. Ein Grenzübergang, der normalerweise nur für Westberliner und Bundesbürger in die andere Richtung, nämlich in die Richtung nach Ostberlin, bestimmt ist. Dieser Grenzübergang wurde heute in die andere Richtung geöffnet. War ich sehr überrascht, dass so viele die Möglichkeit genutzt haben. Und wie hat sich das zu dir rumgesprochen? Ganz einfach, ich habe es durch meine Freundin im Fernsehen erfahren. Ich stand gerade in der Küche, sie brüllte bloß nach mir. Ich musste mir aber erstmal die zweite Nachricht nochmal angucken, um mich wirklich zu versichern darüber und habe mich sofort auf die Socken gemacht. Das war mir vollkommen klar, dass wir Bestandteil der Geschichte werden. Und wir waren nicht nur dabei, sondern wir waren wirklich mittendrin in der Geschichte. Ich kann nicht mehr! Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben! Gehen Sie doch durch den Grenzübergang. Ja. Nehmen Sie ihn in den Arm. Und nein, ich brauche ihn. Komm, die Frau will den. Also es war schon sehr schwer, sozusagen seine eigenen Emotionen sozusagen zu zügeln bei diesen Bildern. Was würde passieren in einer solchen Situation, wie wir sie auch hier in diesem Take erlebt haben, wenn einer der jungen Grenzer die Nerven verliert? Gibt es dann eine unkontrollierbare Kettenreaktion, die nicht mehr aufzuhalten ist? Auch heute müssen wir konstatieren mit Blick zurück, dass es an ein Wunder grenzt, dass es zu dieser friedlichen Revolution gekommen ist. It was a mix of joy, still unbelieving what I have seen and witnessed throughout the night. I said, okay, now I have been staying on the west. Now I go into the east and have a look around. And then I found everything deserted. So I said, hey, there's no action anymore. They're leaving the country. Go back to the West. That's where the music plays. Hier in diesem Lokal am Kudamm, Ecke Joachimsthaler Straße, der ersten Station ihrer Tour durch die westliche Nacht. 2:30 am Kudamm. Um 24 Uhr war es hier noch ruhig. Knapp 1,5 Stunden später bejubeln und beklatschen Massen von Menschen, die DDR-Bürger in ihren Trabis. Jubel brach aus unter den mehreren hundert Wartenden, als um 23.45 Uhr hier am Grenzübergang Chausseestraße der erste Wagen aus Ost-Berlin, natürlich ein Trabi, die Grenze passieren durfte. Ein Vater hatte die Nachrichten gehört und sich mit seiner Tochter spontan zu einem nächtlichen Besuch im Westteil der Stadt entschlossen. Meine Tochter ist so alt wie die Mauer ist und sie hat mich gebeten, ob ich fahre. Na, keine Ersatzteile. Der Kurfürstendamm war die wichtigste Einkaufsstraße, die wir hatten, wo sich alle großen Firmen, alle großen Labels angesiedelt haben. Ein Kellner aus einem Restaurant am Prenzlauer Berg
hatte gleich den Großteil seiner Gäste mitgebracht. Wir haben den ganzen Abend gesessen und hat sich natürlich rumgesprochen. Erst, naja, die Grenze soll morgen aufgemacht werden mit Pass oder mit Visa, mit Stempelchen. Und nachher kam es dann so weit durch, dass jeder fahren kann, wie er will. Und wir sind eigentlich auf dem Plauz Richtung Grenze, also Richtung Bornholmer Straße gefahren. Ich muss morgen früh wieder raus, ich kann es ja nicht fassen. Vor allen Dingen die Kollegen bei uns, die Nachtschicht haben, wie die das jetzt verkraften. Wie wir sitzen hier am Kudamm, sagen wir mal, trinken ein gemütliches Bier. Die kommen nun hoffentlich morgen Nachmittag, wa? Ich hoffe es bestimmt, ja. Must have been 1 o'clock in the morning, and it began to stink because those engines were running on a mix of gasoline and oil. Now the stink came to the west, and that was unbelievable. And I think we all loved it because it showed the border is open. Trabis, Trabis, so weit das Auge reichte. Yeah, we were celebrating this day and the next days with them together. But it took, I would say, 1 week. And then everybody was looking at them, saying, oh, look at his jeans, he's from East Berlin. Oh, look, he's having a banana. Oh, look, the plastic bags, they love plastic bags. It started already there. Guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen beim RIAS TV Frühstücksfernsehen. Der gestrige Tag wird zweifellos als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem der eiserne Vorhang in Deutschland hochgezogen wurde. Mehrere 10.000 Bürger aus Ost-Berlin und der DDR haben heute Nacht die Möglichkeit genutzt, die Grenzübergänge nach West-Berlin zu überschreiten, ohne Pass, ohne Visum. Um 8 Uhr heute Morgen sollte damit Schluss sein, aber dem ist bisher nicht so. Bis 13 Uhr werden wir Sie informieren über die neuesten Entwicklungen in Berlin. Zunächst die Nachrichten. Was für ein Tag, meine Damen und Herren. RIAS TV hat nur angenehme Nachrichten für Sie. Weiter mit Nachrichten. Die DDR will noch am Abend weitere Übergänge zwischen Ost- und West-Berlin öffnen. Ich gebe jetzt eine Meldung der Agentur AP weiter, die so sensationell ist, dass ich im Augenblick, also sie auch noch wirklich mit Vorbehalt weitergebe. Associated Press meldet im Augenblick, dass DDR-Grenzbehörden damit beginnen, die Mauer aufzureißen. Wir werden uns darum bemühen, diese Meldung daraufhin zu überprüfen, ob sie zutreffend ist, und Sie dann noch im Verlauf der Sendung darüber informieren.